Herzlich willkommen zu einer neuen Folge TTT. Mit dabei ist der Kevin, der hallo. Paul und der Onkel. Ja, und hallo! Und natürlich ja, der Tobi. Ja. So. Okay. Pokémon. Ja, wie komme ich denn hier raus aus dem Scheißladen? Ach ja. Oh, das ist so eine, glaube ich, so eine verguffelte Tür. Was? Vermuffelt? Eine verguffelte Tür. Verguffelt. Der findet Wörter, ey. Na, Goofy. Hä? Was war das für eine Granate? Kevin hat eine Granate. Nee, das war ich nicht. Ja, klar warst du das. Ich hab's genau gesehen. Welche Lumpen war das? Kevin ist straight up. Nee, das war Tobi. Das war dann Paul. Hier, der ich hab den geworfen, weil die Zeit eh noch nicht rum war, ja. 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 Ich hab hier die falsche Waffe. Da hatte ich meine. Tobi ist später. Ich schon wieder. Weißt du, ich würde jetzt erstmal mal so behaupten, Kevin ist es, weil er schon wieder versucht, auf mich abzuschieben. Tobi, wo schießt du auf mich? Ah, Glaubt ihr, ich fange heute ein Glumanda? Wer weiß. Wahrscheinlich fange ich bloß wieder ein Baby oder ein Frosch oder sowas. Au, was war das? Wer hat da rumgeballert? Boah, Nate! Kevin? Ja, klar, vor meinen Füßen. Gut, ich muss da aber reinlaufen. Kann nur der Tobi gewesen sein. Tobi ist definitiv. Warum rennst du die? Alter, warum soll ich denn immer später sein? Was ist das denn hier? Ja, weil du bist immer so ganz ausgefuchster, ausgebuffter. Ja. Das ja. Liegt vielleicht einfach daran, dass er so gut wie ein Traitor ist. Oder er ist richtig bösartig. Ausgebuffter. Und ich bin hier ständig. Also ich bin von euch. Ich glaube, ich bin von euch der echtartigste Traitor, weil ich es immer hinterlistig mache. Ja, warte mal, wo ist denn überhaupt Kevin? Ich bin in einem komischen Raum und hab keine Ahnung, was ich dir sagen soll. Kevin misshandelt wieder kleine Mädchen, bestimmt. Der Markt? ich weiß gar nicht, was da sein soll. Achso, das ist so ein Durchgang. Ah, das ist einfach nur so zu der nächsten Stadt, so ein Durchgang. Nächste Stadt? Ja, war doch bei den Spielen immer, wenn du in der nächsten Stadt. Gibt's hier keine nächste Stadt, aber das waren, glaube ich, diese. Hallo, okay. Hey. Willst du irgendwas kaufen? Nein! Achso, ja, warte, was hast du denn? Koks, Gummibärchen, Hackkorpornos. Was hast du denn im Angeboten? Angeboten. Was hast du denn im Angelboden? Was hast du denn im Angelboten? Ja, warte mal. Ah, Entschuldigung. Ich würde nie fragen, was er zum Angebieten hat. Dann ich gehe. Über den Tisch. Ich gehe. Ah, geht eben. Was? Geht eben. Was hast du denn in der Hand? Pistole? War das ein Bumerang? Nein! Ach, dachte, wo ist denn Gaydeden hin? Mein Gott. Was? Ey! Onkel! Mann! Beweg dich doch nicht immer so schnell! Mann! Kevin? Nee, warte mal, wen hab ich denn jetzt? Ah! Irgendwie immer eine falsche Waffe in der Hand, das geht mir auf den Sack. Das Geile ist, voll den Bogen in der Hand. In dem Markt, oder was war das? Nee, im Pokémon Center. Ich war nämlich hinterm Tresen. Ich hab mich geduckt und saß dahinter. Ach echt? Du hast dich die ganze Zeit beobachtet? Ja. Ich hab da hinterm Tresen gehockt. Oh, ich will die Schnelltasten immer rausbekommen. Dann hatte ich auf einmal die Schrotflinte. Ich wollte schnell den Bumerang und dann hatte die Schrotflinte und hab dann Tobi angeschossen. Dann, Scheiße. Ich wollte darauf hinweisen, dass du gleichzeitig noch im Chat quatschst. Das heißt, du doppelst dich. Doppelt. Oh, wie quatscht das aus? Warum? Ich weiß nicht, welche Taste du das hast du überhaupt? Ah, X, alles klar. Ich bin dann wahrscheinlich auf X gekommen. Ja, ich wollte es dir nur gesagt haben. Es war ja, sehr geil, dass man dich doppelt gehört hat. Hallo. Ja, Tobi. Oh, ja. Ich höre schon den pädophilen Ring im Hintergrund. Warum pädophilen? Weil ihr so klein, noch so jung seid? Naja. Wenn ich mich recht entsinne, war Kevin jünger wie ich, also ja. Ja, wir sind die hallo. Aber ich durfte mal Trader sein, das ist auch mal schön. Ich hab mich zwar angestellt wie ein Auto, aber ist egal. Wahrscheinlich deswegen. Du hast so richtig so, oh, jetzt mal gucken oder pam, das ist so einer. Ich hab wieder mit dem scheiß Waffen wechseln. Das hab ich auch mal das Problem, ey. Weil es steht unten im Menü. Es steht unten im Menü, dass die 2 die Trader-Waffe ist. Tobi ist es. Du musst mal gucken, es ist immer unterschiedlich. Für jede Waffe ist es ein anderer Platz. Du müsstest vorher immer Kevin! Das war Tobi! Kevin, was soll das denn? Das war Tobi! Was? Ja, better, weißt du? Alter! 100 Pro! Doch nicht. Ey!
Oh, Kevin, du bist doch so eine Pfeife. Hä? Du brennt alles. Ich bin behindert. Hä? Einer von euch kann das Scheißding doch da fallen lassen. Tobi, warum? Aber Tobi. Oh, ich will aufpassen. Tobi, warte mal. Knallt den Scheibenwichser. Kevin knallt jeden über den Haufen. Nein, das war nur, weil er was. Er hat da so. Wer hat Tobi jetzt erschossen? Ich. Na, Kevin. Ich hab euch. Kevin. Paul hat eingelegt und du schießt mich ab. Wieso redet denn überhaupt Tobi noch? Das verwirrt mich. Tobi ist doch tot. Tobi, genau, Tobi, reden. Halt die Fresse. Sei tot. Das verwirrt mich total. Ich bin ein alter Mann, ich kann nicht so schnell denken. Ja, weil Porto einfach so ein Ei legt, weißt du, so ein Vorbeigehen. Aber ich hab jetzt Kevin im Verdacht, weil der hat ihn abgeschossen und hat das jetzt gut vertuscht so damit. Ne? Ja, der schießt mich an. Mhm. Natürlich. Ja, ja. Mhm. Mhm. Ja, ja. Also wollen wir hinter das Haus gehen? Ja? Ja. Also wenn ich nichts mehr sage, ne? Ah! Oh! Na, guck mal. Paul war auf einmal da. Hä? Das ist ja gar nicht. Jetzt laufe ich auf einmal Paul hinterher. Ich wollte Kevin hinterher laufen. Ja, weil der Kevin da von vorne kommt. Ja, von vorne. Ja, von hinten wie von vorne. Nimm mich, Kevin. Nimm mich heiß und innig. Ich weiß gerade nicht, ich gehe weg. Ich hau ab. Ich steck mich jetzt im Pokestop. Ich habe keine Lust mehr da drauf. Hi. Hallo? Wollte ich verstecken, Mann. Jetzt bin ich aus Versehen in das Haus reingegangen. Aha, ich bin oben im Pokestop. Hier kriegt mich keiner. Warum sagt er das? Warum sagt er das, dass er da oben ist? Dass einer von uns hochkommt? Von euch kommt ja. Erstens kommt sowieso keiner von euch hoch. Zweitens mache ich mir gar keine. Ich war aber schreckig immer. Weil du, weiß ich nicht, bist du alt? Ja. Weil du gesagt hast, du bist oben und bist dann doch unten. Ja, ich kann schneller laufen. Ah, du kleiner Drecksack. Was hat er denn versucht? Der Tobi, der redet und redet und redet. Ich dachte, hä, da liegt doch hier, warum redet er denn? Das war für mich völlig verwirrend. Ich hab die ganze Zeit gedacht, ich hab diese Kacknähte nicht geworfen. Wer war das denn? Tobi. Die Diskombulator-Dingsbums, die hab ich geworfen. Das war eine Bratgranate. Ich wollte die eigentlich so Paul hinterher werfen, damit, um zu testen, ob wir vielleicht Trader sein können. Okay. Das nächste Mal sollte ich Kevin einfach über den Haufen nageln. Nicht lange nachdenken. Einfach Kevin über den Haufen nageln. War der größte Fehler, den ich gemacht habe, zu warten. Warum? Ich hab doch alles gemacht. Weißt du, es war halt schon so komisch. Er ist direkt so in den Haufen rein und hat immer so einem hinterher geguckt. Ja, klar. Könnte. Erstmal hier. Ja. Na, endlich. Huch. Boah, wer fährt denn da wieder mit Nates um sich? Onkel? Ja. Ein Schritt weiter und was einsetzen. Hallo Kevin. Hallo Paul. Hallo Paul. Ich sag doch, Mann, ich habe immer die Namenprobleme noch. Ey. Deswegen warst du so still. Warte mal, schieß mal bitte mit der Waffe da. Bitte. Gut, alles klar. Ja, meine Zweitwaffe ist scheiße. Ich habe eine Rifle in der Hand. Die nützt auf der Map nix. Ja, hol dir dann die Schrotflinte. Warum nützen die auf der? Ist doch eine. Warum bist du eigentlich halb tot, Kevin? Ja. Okay. Achso. Ich habe mich in weise Voraussicht. Alter. Ich weiß, wo du bist. Ach, du Drecksau! Kevin ist es! Glaub nicht, was die sagen. Die lügen. Ich fick dich kaputt, du kleiner hässlicher Scheißhund. Die lügen, wirklich. Ach, Kevin! Ich hab Geschenke für dich. Es ist groß, schwarz und ziemlich mächtig. Ja. Alter, was? Du Dreckhund! Musstest du dich dahinter hocken? Nein, oder? Nee, ich hab's gerade rein. Weil du vorhin schon gesagt hast, du hast dich dahinter versteckt. Ich komm rein, krieg voll einen ab und seh nur Onkel und dachte so, jetzt holt er und dann passiert einfach nichts. Doch, ich hab geschossen, aber vorbeigeschossen.
Verdammt, ey, ich dachte, das kann ich ihn auch noch holen, aber der rennt ja auch hin und her, die Drecksau, weißt du, anstatt einfach mal stehen bleibt. Mann! Hätte so schön sein können. Aber der Pau muss das natürlich. Also, Main Aiming ist echt für den Arsch. Ich wollte es ja nicht sagen, aber du bist alt. Ah. Ich hätte was anderes nehmen sollen. Ja, du hättest mich nicht versuchen sollen, mit so einer Waffe umzubringen, ja, sondern mit irgendwas Interessantem. Da war zu wenig Zeit. Also Tobi kommt da rein. Zu wenig Zeit, du hattest noch ewig viel Zeit gehabt. Ich meine, weil Tobi da schon drinnen stand, so schön, weißt du, und dachte ich mir so, jetzt musst du reagieren. Ist ja schon passiert. Aber das Schöne ist, dass wir noch schön die Strohflinten von denen liegen lassen. Ich bin schon wieder grün, das geht mal in den Sack. Das ist so ätzend. Ja, Tobi ist sowieso Trader. Oh, moin. Und bei mir. Ja, moin. Was? Wo seid ihr? Warte. Wer ist das? Hallo. Der Kevin, ich meine, der Kevin. Wo seid ihr? Der Kevin. Ich will euch was mitbringen. Ich hab Geschenke. Ja, das ist eine Glock. Da. Glock. Warum nadet ihr alles voll? Was machen wir? Wir naden alles voll? Ja, du hast das Smoke geworfen. Ich gar nicht. Das war Kevin. Ach so. Warum krieg ich schon. Ja, immer erstmal ich. Weißt du, erstmal immer ich. Ich bin hier die ganze Zeit der friedlichste von allen. Seid doch scheiße. Und immer ich. Ja, ich geh weg von euch. Du noch? Ja. Okay. Ja, der lebt noch. Der Tobi. Tschüss. Mann, ich drücke über die falsche Taste. Doch, der Alpha Kevin, ey. Paul ist es bestimmt. Oder der Onkel. Warum? Das war zu einfach. No. Aber ich hab das Schaf verstanden. Das ist geil. Ich weiß nicht, ich dreh mich um und sehe noch so eine Fratze auf mich. Ach, das war das Schaf? Keine Ahnung. Ja, ich hab's nicht mitbekommen. Gar nicht. Boah, ich dreh mich gerade um und guck das frontal an und dann bumm. Weißt du, ich geh da einfach nur gerade so und sehe einfach nur so Kevins Körper wegfliegen und dachte mir so, Alter, hä? Und ich bin gestorben und ich bin gestorben und hab gedacht, Tobi, du Drecksau. Ich dachte so, Alter, Onkel kann doch nicht so scheinheilig sein und jetzt erst auf Kevin umtöten, aber der hat auch nichts gesagt und dachte so, hä? Irgendwas ist hier falsch. Und du sitzt da immer noch Dächer, so geil ey, einfach und guckst dir die Leiche an. Ich denk so, nee, du gehst jetzt nicht mehr ran, die triffst aus. Wo stand, wer die gekillt hat? Da stand einfach die. Boah, der war gut. Aber komm, das Schaf war der Hammer. Der war gut, ey. Das sah auch mega geil aus. Was für ein Schaf. Was für ein Schaf, er hat's ja auch nicht gesehen. Ich hab's auch nicht gesehen. Ich dachte ja, Tobi war's. Ich hab gedacht, ich erwisch den Tobi. Das war Kevin, der gerade rausgelaufen ist und du bist gerade hinter Kevin vorbei. Und zwischen euch habe ich das Schaf direkt. Ich hab das Schaf auf jeden Fall nicht gesehen. Gefällt dir das Traitor-Inventar? Ja, ich hab das frontal angeguckt. Was willst du? Gefällt dir das Traitor-Inventar? Was? Paul? Ah, das war der Hammer. Tobi rennt so schön geradeaus, weißt du? Schnur geradeaus. Ja, vor allem fängt er mit so lustigen Sachen an, mit Traitor. Und jetzt hat er eine Waffe in der Hand, hier eine Pistole. Ja. Was? Ja, Tobi hat gerade gewechselt von was anderem zu einer Pistole. Das ist schon mal irgendwie verdächtig. Ja. Und er wehrt sich schon nicht gegen meine Vorwürfe. Onkel hat sich noch nicht beschwert, dass er innocent ist. Hab ich. Stimmt. Scheiße. Was hat er mich verraten? Ah, scheiße, ich bin innocent. Besser? Ah, guck mal, jetzt hat er innocent gesagt und nicht unschuldig. Hä? Was? Ihr seid Tricksäcke. Oh, Kevin. Kevin. Der Tobi, der läuft dir die ganze Zeit so komisch in der hier. Tobi macht sehr komische Dinge. Ja. Ja. Auf jeden Fall. Wow. Könntest du mit dieser Waffe mal einfach mal in die Luft schießen? Okay. Ja, hat hier, glaube ich, ein paar Mal gewechselt.
Jetzt hat er so wieder. Ich weiß nicht, ich bleib da kurz hinterm Schild stehen, wechselt die Waffe, ne? Wahrscheinlich, dass keiner sieht. Ja, ja. Guck mal, ich hab dieselbe. Der lacht auch wieder so hässlich. Was versteckst du dich denn hier so in deinem Schild? Dobi. Der guck mal, wie der einfach rumsteht. Der Dobi. Keiner erschießt den, weißt du? Der Dobi. Und da ist der Kevin. Und das ist der Paul. Das ist der Paul. Einfach mal. Ah, okay. Nee, die geht weg, Ich dachte auch, ich hab jetzt einen sitzen. Tobi, geh weg! Kevin, darf ich bei dir bleiben? Irgendwie habe ich vor dir gerade am wenigsten Angst. Nein. Warum nicht? Kevin, habe ich gleich einen Schaf. Warte mal, wo ist denn Tobi? Wo bist du überhaupt, Paul? Ich? Na, gemeint weg, weil Tobi und Onkel sind hier gerade zusammen. Ach so, das ist ja Tobi. Mann, Tobi, sag doch was! Was denn? Wo ist Kevin dann? So rum. Keine Ahnung. Hier ist gerade ein Baby. Das war Kevin, Tobi meine ich. Mein Gott. Ich verwechsel immer die Waffen. Alter, ich komme nicht mehr raus. Das war Tobi. Ach, Onkel, du Drecksau. Nein, warte mal, nicht schießen! Mann, mit den beschissenen Waffen wechseln! Mein Gott, das gibt es doch nicht! Ich schmeiß mir so ein Ding hinterher und wer nietet mich um, Kevin? Nee, das war ich. Oh Mann! Immer wenn irgendjemand kommt, bin ich noch unten im Menü. Der andere sagt nichts, beschwert sich nicht wieder darüber, dass er innocent ist. Es ist so. Aber dass Tobi auch nichts gesagt hat, wo ich gesagt habe, er ist es, das fand ich gut. Das fand ich super. Das lässt sich so einfach ausschützen. Naja, auch so. Du bist unschuldiger, diesmal hast du gesagt, du bist innocent. Quatsch, sag ich nie. Allein die Tatsache, dass er sich nicht beschwert hat, fand ich komisch. Ja, es war echt. Ich sollte mich gar nicht beschweren mehr. Oder immer beschweren. Oder immer. Na. Oh Mann, ich bin schon wieder innocent. Also? Und Tobi ist Traitor. Ja, moin. Tobi. Ah, Kevin ist Traitor. Was verfolgst du mich schon wieder? Ja, weil Tobi Traitor ist. Nee, hä? Das ja. Boah, was war das? Oh, was war das? Das war eine Disco. Mein Gott. Ich kann es nicht gewesen sein. Boah, was war das? Das war wieder ein Disco. Irgendjemand macht hier Disco. Ich hab so das Gefühl, als wenn ich gleich fett eine sitzen hab. Warum? Warum denkst du so? Und die Runden dauern einfach nicht so lange. Irgendjemand ballert immer dumm rum. Ich geh mal lieber einfach, bevor ihr wieder irgendeine Scheiße veranstaltet in mir, ey. Darauf hab ich mich gelöst. Mein Fuß juckt. Im Trader-Shop, ne? Natürlich! Ja! Im Trader-Shop geradeaus! Warum auch nicht? Oh, was willst du eigentlich von ja, mir? Ja, okay. Oh, jetzt muss ich husten! Jetzt hab ich da irgendwas im Hals. Hallo. Kevin! Hallo. Na, was machst du da? Ich beobachte dich. Ja, weil du bist so ganz komisch auffällig, hast du dich... Shop kauft. Ja, natürlich. Ich, Socken, Unterhosen, Schuhe. Socken, Unterhosen, Schuhe, genau. Riesendildos. Ich sehe schon die große Keule in meinem Gesicht. Oh, natürlich. Der wird kauft sich Schorten. Aber ich möchte heute noch... Paul ist Trader, der hat eine Keule im Gesicht. Du hast die Keule mit... Ja, sie ist gerade wieder leicht irrigiert, das Ding hängt im Gesicht. Das ist normal. Smoke! Warum sitzt du so zusammengekauert auf deinem Stuhl oder was? da hat jemand hingefurzt. Was hat die da schon wieder okay, vor? Kevin, sowas kann nur Kevin. Tobi ist Trader. Ich wechsle. Mach mal, schieß mal bitte mit der Waffe. Und nicht auf mich, danke, alles klar. Hallo Kevin. Ja. Warum? Lass uns zusammen da reingehen. Nee, und wann? Der Tobi macht mir am meisten Angst. Immer wenn ich mit dem alleine rumstehe, bin ich gleich tot. Kevin! Fotze! Was? Na hier, das ist ja... Was hat er denn in der Hand? Das Schaf hat er in der Hand. Nein! Ja!
Alter, wie mir der Schrotflinte über den Haufen. Da hatte ich ja noch mehr Zeit, das Schafrohr zum Riechen. Ja, und ich habe wieder überlegt, ich wollte sagen Paul, aber das kam mir raus, weil ich den Namen vergessen habe. Ist das Schaf jetzt im Käfig? Was? Das Schaf ist hier im Käfig. Schlaf? Schaf. Hier, hier, in der Holzbox da. In diesem Ach so, na eben. Schweinerei. So, okay, na dann würde ich sagen. Jo, macht's gut. Jo, bis dann. Tschüss. Ciao. Mann.